Klatschen. Hallo! Wie sagt man denn Hallo in der Pfalz? Ich war noch nie dort. Keine Ahnung. Es geht in die Pfalz, nach Freinsheim, in das vielleicht kleinste Theater der Welt. Das Theater Freinsheim befindet sich in der südlichen Ringstraße 12 in 67251 Freinsheim und wurde 2007 von Anja Kleinhans gegründet. Theater, also mit D. Ja, Theater. Geil, finde ich richtig cool. Theater Freinsheim. Anja Kleinhans heißt die Leiterin. Sie beschreibt ihr Theater als einen professionellen Windsbühnenbetrieb. Es passen genau 21 Leute rein. Nein, wie herrlich. Windsbühnenbetrieb. Und das ist dann rund? So eckig. Also ist ein eckiger Turm. Ja. Es gibt auch eine Draußenspielvariante. Auf der Wiese vor dem Turm eine Bühne. Da drum ist sogar ein kleiner Wassergraben. Nein, wie toll. Sozusagen. Toll. Was haben die gespielt? Willkommen bei... Caroline Reingraber stellt nicht die Fragen, die ich beantworten kann. Ohne Gesicht von Irene Ibsen-Bille. Der Spielplan des Theaters richtet sich vorwiegend an Erwachsene, aber für die kleineren Zuschauer ist ab und zu auch etwas dabei. Seit 2007, na, das musst du auch erstmal schaffen. Das sind ja dann auch bis zur Corona-Krise 13, 14 Jahre. Wahnsinn. Anja Kleinhans leitet, spielt selber, führt Regie und hat auch gerade die Aufgabe, das Theater Freinsheim durch die Pandemie zu führen. Statt sich darüber zu ärgern, was nun als nächstes passieren würde, gab Anja ihrer Kreativität einen kleinen Schubs und entwickelte das sogenannte Theaterfenster. Als Pfälzer Engelsche konntest du sie buchen und du guckst aus dem Fenster und sie spielt draußen auf der Straße in deinem Garten. Geil. Für dich. Großartig. Und dann hat sie Monologe gehalten. Spielt draußen. Herrlich. Ja, genau. Herrlich. Aus deiner Wohnung einfach zugucken. Das gefällt mir einfach, wenn man dann so flexibel ist. Natürlich muss die Not ist es, die dann erfinderisch macht, aber sich dann nicht hinzusetzen und zu sagen, alles ist unmöglich, sondern dann auf diese Ideen zu kommen. Mit Hilfe der Stadt und des Freundeskreises war es sogar möglich, im Sommer 2020 den Theatersommer auf der Wiese vor dem Casinoturm stattfinden zu lassen. Das Motto für das Jahr 2021 lautet Liebe. Und die Planung steht auch schon fest. 3 Stücke sollen draußen vor dem Casinoturm aufgeführt werden. Darunter auch ein Stück, welches Anja selbst für 4 SchauspielerInnen und 3 MusikerInnen geschrieben hat. Und wir würden euch empfehlen, die Karten schnell zu reservieren, denn das vielleicht kleinste Theater der Welt ist schnell ausverkauft. Das muss unterstützt werden und das muss bleiben. Das ist so ein kleiner Geheimtipp, dieses Theater. Aber ich sehe mal, wenn sie der also eine solche Fanbase hat. Also schon Kultstatus dort in der Region. Hut ab vor dem Durchhaltevermögen und dem Mut, das weiter durchzuziehen. Während unserer Aufnahmen hat Anja übrigens die Bewilligung verschiedener Fördermittel erhalten, sodass den Produktionen eigentlich nichts mehr im Wege steht. Wenn ihr mehr über das Theater erfahren wollt, dann schaut ruhig auf der Website www.theater.de vorbei. Dort findet ihr auch weitere Informationen zum Spielplan und wie ihr das Theater unterstützen könnt. Ja, ganz klasse. Ohne Frage. Alles Gute nach Freinsheim. Baba. Tschüss. Anja, kommst du auch nach Wien?